Der Kerl hier ist der Arland. Der Arland ist die Hauptfigur der Rottenburger Fasnet. 600 Jahre Tradition und immaterielles Weltkulturerbe. Die Maske zeigt eine traditionsreiche Verwendungsmöglichkeit von Holz. Holz ist aber auch einer der modernsten Roh- und Baustoffe und vor allem auch ein unverzichtbarer Energieträger. Um diese Aspekte kümmert sich in unserer waldreichen Stadt die bei uns ansässige Hochschule für Forstwirtschaft. Langfristig und nachhaltig denken, Innovationsfreude und Wissenstransfer. Der Tradition verpflichtet und für Neues offen. Das ist die Grundlage unserer Stadt und das ist die Grundlage unserer Bewerbung. Ich bin Hendrik Bethnartz, Finanzbürgermeister der Stadt Rottenburg am Neckar. Ja, wer ernten will, muss säen. Und was klein beginnt, kann ganz groß rauskommen. Mit dieser Einsicht und dieser Erwartung haben wir uns als Stadt gemeinsam mit der Hochschule und unseren Gewerbetreibenden auf den Weg gemacht. Gründung und Innovation sind in Rottenburg nicht nur Geschäftskonzepte, sondern Chance für Verbindungen. Wir verbinden Forschung mit Anwendung, jung mit alt, Erfahrung mit Neugier, ökonomische Ziele mit ökologischer Verantwortung und sozialem Engagement, Tradition mit Zukunft. So kann aus Kleinem Großes entstehen. Die Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg ist eine namhafte und weltbekannte Hochschule, die nicht nur Försterinnen und Förster ausbildet, sondern rund 1200 Studierende in den Bereichen ressourceneffizientes Bauen, Holzwirtschaft, regenerative Energien und Wassermanagement. Die Hochschule zeichnet sich dadurch aus, dass wir sehr anwendungsorientiert forschen, die Ergebnisse in den Unternehmen umgesetzt werden und somit der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Ein klassisches Beispiel ist eine hier entwickelte Holzfaserdämmstoffplatte, die sehr ökologisch produziert wird und vor allem später in der Entsorgung überhaupt keine Probleme bereitet. Die Hochschule zeichnet sich dadurch aus, dass wir eine Vielzahl hochqualifizierter junger Menschen bieten können, die exzellente Rahmenbedingungen vorfinden, um Innovationen und Gründung durchzuführen. Ja, unser Wirtschaftsstandort zeichnet sich durch viele kleine und mittelständische Handwerksbetriebe in den Bereichen Bau- und Energiewirtschaft aus. Es sind häufig Familienbetriebe in zweiter oder dritter Generation, die es gewohnt sind, anzupacken, neue Ideen und Praktiken, Techniken in die Praxis umzusetzen. Dabei denken sie heute schon an die nächste Generation. Für uns stellen auch gelungene Betriebsnachfolgen eine wichtige Variante der Gründung dar. Sie bauen auf Bewährtem auf und tragen es in die Zukunft. Hierfür bieten auch die sogenannten jungen Alten Potenzial. Wir wollen die Erfahrung unserer Silver Stars gezielt nutzen. Die sollen sie über das bestehende Unternehmernetzwerk und über eine gezielte Zusammenarbeit mit örtlichen Schulen tun. Gleichzeitig planen wir ein Gründerzentrum, das neben Büroräumen auch eine spezialisierte technische Ausstattung für unsere Schwerpunkte im Bereich der Holz-, der Bau- und der Energiewirtschaft bietet und es nicht isoliert, sondern in enger Kooperation mit allen, die Interesse haben, Zukunft nachhaltig zu gestalten. Die Start-up-Kultur in Rottenburg soll aber nicht irgendein Biotop werden und ein Einzeldasein führen, sondern fester Bestandteil unserer Stadtgesellschaft. Kurze Wege und direkte Kontakte, von denen alle profitieren. Wir haben uns aus gutem Grund für einen Holzweg entschieden, einen ungewöhnlichen Weg, der auch soziale Randgruppen mit auf den Weg nehmen soll. Wenn Sie mal zum Wandern in unsere grüne Stadt kommen und Pause machen auf einer unserer Lichtungen, dann sitzen Sie möglicherweise auf einer Holzbank, die in unserer JVA gefertigt worden ist. Wir arbeiten aber auch mit Ausbildungswerkstätten für Flüchtlinge und Menschen mit Behinderung zusammen, um auf diese Weise technische Infrastruktur zu nutzen, Prototypen oder Kleinserien herzustellen und vor allem die künftigen Fachkräfte für unsere Start-ups sicherzustellen. Ich bin Verena Straßdeit und habe vor kurzem meinen Masterabschluss an der Hochschule in Rottenburg abgeschlossen.
Rottenburg ist kein großer Industriestandort. Wir haben keinen Bosch und keinen Daimler. Wir haben Menschen, die zupacken. Alt und jung, einheimisch und zugereist. Wir sprechen nicht von Social Entrepreneurship, wir leben es. Menschliches Miteinander denken in langen Zeiträumen und an künftige Generationen sowie den Willen, gemeinsam etwas zu bewegen. Das finden Sie bei uns. Und gerade das steht für uns im Mittelpunkt des Konzepts. Applaus